Herzlich willkommen zurück zu einer Let's Play COD, weiter mit meiner Wenigkeit Glamour. Weiter geht's, Hinterhalt. Pearson ist an einem dunklen Ort. Ich fühle, wie ich mit ihm runtergezogen werde. Aber ich muss durchhalten, wenn ich dich stolz machen will, Bruder. Okay. Dann starten. Ich glaube, du musst nicht deinen Bruder stolz machen. Ich glaube, du müsstest eher deine Frau stolz machen, dass du wieder nach Hause kommst. Wenn gleich fertig geladen hat, leckt es nicht mehr. Wasser bitte. Was will er? Wasser bitte. Hier. Verdammt, was soll das, Sascha? Lassen Sie ihn, Sergeant. Wie war das? Ha? Wie ist das, ha? Wie finden Sie das? Viel besser. Du kleiner Pisser. Sergeant. Hey, Sie halten sich raus. Oh. Nicht schießen! Nicht schießen! Er ist es nicht wert! Daniels! Scheißkerl! Wer sollte das? Hast du was zu verbergen? Das Schwein hat uns was vorgespielt! Hör damit! Was steht da? Das sind Befehle für Sprengstoff an der Brücke von Remagen. Das Zeug wird 5 Meilen nördlich von hier auf Laster geladen. Wenn ich das richtig sehe, ist das die letzte intakte Rheinbrücke. Das ist ja interessant, Fritz. Bald kommen hier feindliche Laster mit Sprengsätzen durch. Sie dürfen nicht den Rhein erreichen. Pearson hat befohlen, dass wir die Bäume fällen und die Straße versperren. Wo zum Teufel steckt Pearson? Wahrscheinlich in irgendeinem Loch mit dem Zünder. Und seinem Whisky. Weißt du, was noch betrunken macht? Unter Kühlung. Nicht, wenn wir in Bewegung bleiben. Stiles, Sie bleiben bei Pearsons Gruppe. Hab ich ein Glück. Daniel Sussman, Sie kommen mit mir die letzte Ladung platzieren. Wird ein hübscher Hinterhalt. In Ordnung. Okay, Ladies. Was haben wir? So. So. Okay. Alles klar, Ladies. Los geht's. Nächste Aufgabe. Haben ja genug zu tun in dem Spiel. Muss man jetzt auch mal sagen. Ist echt viel, die Story. Ich mach das. Achte auf die feindlichen Laster auf der Straße. Da ist unser Zeichen. Die Laster kommen. Auf der Straße sind Nazi-Transporter. Sprengsätze sind scharf und bereit für Pearsons Zeichen. Halten und warten, bis sie in Position sind. Oh, das sind unsere eigene. Luftbasis, um die Sprengsätze zu zerstören. Aiello, Marsch bereit machen!
Wir stehen einfach hier und es platzt und keiner zuckt. Gib mir ein Meth-Paket. Gib mir ein Meth-Paket. Mehr Meth-Paket. Mehr Meth. 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 Meth-Paket. Okay, wir steigen ein. Hab den Verband fassen. Okay, gehen wir. Das war ja einfach nicht. Ah, okay. Wir werden die Tore um 0300 erreichen. Sichern Sie aus erhöhter Position unseren Angriff, damit wir die Laster zerstören können. Jaha. Hey, ruhig bleiben. Ja. Achten Sie auf Patrouille. Starten wir. Gib mir... Dein fucking Meth-Paket! Dankeschön. Wir haben Schaldi. Herzelein, du musst nicht. Unbemerkt. Du weißt schon, ich habe das noch keinmal geschafft bis jetzt, ne? Wir kriechen mal ein bisschen durch Kacke, würde ich sagen. Das ist doch immer sehr angenehm, durch Scheiße zu krabbeln. Suchen wir uns eine gute Position beim Tor. Scheiße. Okay, wo müssen wir hin? 133 Meter. Okay, wir rennen hier rüber. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich hätte jetzt gerne mal gerade mein Meth-Paket. Dankeschön. Dann hätte ich gerne mal eine andere Waffe. Oh, eine Sniper. Hallo. Komm hoch, mein Kleiner, komm. Let's go!
Oh Scheiße, alles klar, den da. Hallo, nimm die fucking Munition mit, danke. Unsere Leute sind auf der rechten Seite. Pearson will, dass wir aus dem Turm da Überwachung leisten. Okay, zu dem Turm. Keine Munition mehr. Ich muss erstmal raus, bitte. Danke. So, jetzt muss ich mir Gedanken machen. Ich habe keine Munition mehr. Ich muss mich jetzt erstmal heilen, bitte. So, 1, 2, 3. Und dann nochmal bitte heilen. 1, 2, 3. Danke. Dann haben wir hier mal ein anderes Gewehr. Und dann können wir mal weiter aufräumen. Bam, 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 bam. Nachladen. Oh. Da habe ich auf meinen eigenen Typen geschossen. Wo muss ich... Au, au, au. Wo muss ich überhaupt hin? Ich muss da drüben hin. Alles klar, danke. Okay, wir rushen noch weiter vor. Boom, boom. Boom, 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 boom. Ich steige überhaupt nicht mehr durch. Es ist... Keine Ahnung. Egal. So, das ist unser. Wir müssen hier rein. Bum, 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 bum. Wir nehmen die HE bitte und noch eine HE bitte. Danke. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Ihr habt dann noch eine HE da hinten für dein Fahrzeug. Bitteschön. Ah, nimm doch die scheiß Sniper. Zeig dich. Bumm. Oh, die Kacken. Ja, ja, leck mich am Arsch. Ich muss mir jetzt erstmal einen reinhauen. Danke. Dann hätte ich gern nochmal einen. Danke. Weg. Ah, andere Waffe. Wo müssen wir jetzt hin? Auf 25 Meter, alles klar. Ah, jetzt gehen wir da mal rein. Laden mal nach. Der Wichser hat gerade auf mich geschossen beim Reingehen. Oh, halt die Fresse. Ja, wie kriegen wir den? Ich könnte Hilfe gebrauchen. Es war mir klar. Es war doch klar, dass der Panzer auf uns schießt. Warum immer auf uns? Hm? Gar nicht gut. Juden dürfen sich nicht erwischen lassen. Ruhig, wir schaffen das. Jetzt werden wir auch noch gefangen genommen.
Commander. Alles klar? Sie haben Sassmann. Das tut mir leid für ihn, aber wir kümmern uns um den letzten Laster. Nein, Sie gehen nirgendwo hin. Sassmann wurde verschleppt. Die Mission zählt. Er braucht mich doch. Der Laster darf nicht entkommen. Ja. Aufstehen. Hilfe! Hilfe! Jetzt kommt gleich wieder irgend so ein Spielchen. Meine Maus. Oh, ja, dann. Das. Wir scheißen. So. Sind wir jetzt nochmal mal? Ich glaube ja. Nee. Wir haben ihn verloren. Sie haben meinen Befehl missachtet. Dann wartet das Kriegsgericht auf mich. Deserteure werden strengstens bestraft. Also bringen wir es einfach hinter uns. Ist besser für alle. Sergeant! Raus aus meinem Plateau. Ich will ihn nicht mehr sehen. Das bringt dir schon hin. Wir verarzten dich. Du hast dein Bestes getan. So ein Arschloch. Das kann nicht sein. 12 Stunden später. Jetzt sagen wir, müssen den spielen. Ich bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Die und separat. Die Marken weg. Los doch. Sie suchen Juden. Wer sind die Juden? Die Juden. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Stück Nazi-Scheiße. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick dich. Zeig sie mir! Wir sind Amerikaner. Punkt. Verfrachtet sie alle auf den Zug! Seid die Mörder!
bringt ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen und das werdet ihr auch tun! Okay. Seit Sassmans Gefangennahme sind 8 Wochen vergangen. 3. März 1945. So, Neues über Sassmann? Es tut mir leid, Private. Pearson scherte sich nicht um ihn. Genau wie seine Männer in Kasserin. Kasserin? Sie liegen falsch, Private. Pearson hatte Befehl zum Rückzug. Aber ein paar seiner Männer waren noch im Pass. Er konnte sie dort nicht einfach zurücklassen. Doch am Ende verlor er bei der Rettung noch mehr Männer. Er war nie mehr derselbe. Aber was interessieren Sie sich für Pearson? Sie fliegen nach Hause. Komme ich vors Kriegsgericht, Sir? Wäre schlechte Werbung für die Armee, den Soldaten zu bestrafen, der den ganzen Krieg beschleunigt hat. Ganz recht. Die Informationen, die Sie gefunden haben, zeigten die Position der letzten Brücke über den Rhein. Vielleicht springt für Sie eine Medaille raus. Sie sind ein waschechter Kriegsheld. Drei Wochen später, Texas. Willkommen daheim, Red. Home sweet home. Oh, ganz schön dickes Baby hat hier drin. Ganz schöne Kugel schiebt sie. Von jetzt an werde ich dich nicht mehr aus den Augen lassen, verstanden? Corporal? Ja, Ma'am. Ist alles okay, Red? Reden wir oder jagen wir? Du kannst stolz sein. Du hast deine Angst überwunden. Mehr kann man von keinem verlangen. Das fühlt sich doch gut an, oder? Durch die Hölle gehen und als Held heimkehren. Red? Red? Sie sind ein Kriegsheld. Zum Schluss? Bis zum Schluss. Kein Opfer zu groß. Ehrenhaft entlassen. Okay. Außerdem haben die Deutschen Sassmann. Aber ich gebe ihn nicht einfach auf. Er ehrenhaft entlassen. Fortfahren. Okay. Bin ich gespannt, wie es morgen weitergehen wird. Ich sage damit wieder vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.